Heute kommen die Daten zur US-Inflation und sie werden wahrscheinlich nicht sehr hübsch. Da braucht man natürlich jemand, auf den man das so ein bisschen abladen kann. Und wer würde sich da mehr anbieten als Wladimir Putin? So spricht das Weiße Haus von Putins Preisanhebung, meint damit vor allem die gestiegenen Preise an den US-Tankstellen, wo die durchschnittliche Gallone gestiegen ist von etwa $3,60 auf über $4, in der Spitze $4,25, $4,30. Also schon ein durchaus kräftiger Preisanstieg, der natürlich wenig mit Putin zu tun hat, sondern mit dem Anstieg der Ölpreise, mit dem Anstieg der Rohstoffpreise insgesamt. Aber schön ist auf jeden Fall, dass man da jemand benennen kann, der hier jetzt ursächlich für diese Inflation zuständig ist. Faktisch ist es ja so, dass die Notenbanken dafür zuständig sind, dass die Stimulusmaßnahmen für diese Inflation zuständig sind. Und Inflation ist immer erst ein Symptom für etwas, was vorher schon schief gelaufen ist, wenn mehr oder weniger das Vertrauen letztendlich in die Stabilität des Geldes erodiert. Dann kann man viele Gründe dafür finden, aber es ist dieser Vertrauensverlust, der seine Ursachen woanders hat, nämlich in der extremen Geldpolitik der Notenbanken, die Zinsen auf Null gesenkt haben, damit den Zins abgeschafft haben als das Parameter für Investitionen, für Risiken, die im System schlummern. Und so braucht man sich nicht wundern, wenn jetzt die Kacke am Dampfen ist. Schauen wir uns die Dinge mal an, meine Damen und Herren. Da starten wir zunächst mal mit den Vorhersagen für die heutigen Daten, die ja 14.30 Uhr kommen. Das wird heute der Market Mover schlechthin. Berenberg am niedrigsten mit 8,2% und Credit Suisse, Morgan Stanley, Citi, Goldman Sachs und ING mit 8,6% als höchste Zahl. Das Weiße Haus hat von einer außerordentlich hohen Inflation gewarnt, die wir jetzt in den Daten sehen könnten, aber der Markt rechnet schon mit einer sehr, sehr hohen Zahl. Vielleicht, wenn die dann ein Ticken niedriger ausfällt, also nicht 8,5, sondern nur 8,3%, dann wäre wahrscheinlich eine massive Rallye der Fall, obwohl das natürlich an der Fed-Politik nichts ändern wird, ob jetzt 8,3 oder 8,5. Die Inflation ist mehr oder weniger außer Kontrolle, darauf muss man reagieren. Das tut das Weiße Haus. Psaki, James Psaki, mit die intelligenteste, die sich in der Biden-Administration finden lässt, wenn nicht die intelligenteste und fähigste. We need to do more to reduce costs for the American people. Wir müssen mehr tun, um die Kosten für die amerikanischen Bürger zu senken. Und dann sagt sie, der morgen erfolgende, also heute erfolgende Inflationsreport will to be extraordinary elevated due to Putins price hike. Wegen Putins Preisanhebung, und damit meint sie natürlich die Tankstellenpreise vorwiegend, die hier sozusagen natürlich jetzt vollumfänglich in diesen Inflationsdaten drin sind. Der Ukraine-Krieg hat am 24. Februar begonnen. Das sind jetzt die Daten aus dem März, die wir bekommen. Und die Priorität dieser Daten, die Priorität des Themas Inflation ist so groß, dass heute Biden eine Pressekonferenz, eine Announcement machen wird, eine Erklärung machen wird um 2.45 Uhr Central Time, also zentralamerikanischer Zeit. Das müsste 19.45 sein unserer Zeit. CT ist, glaube ich, eben zum Beispiel die Zeit, die in Chicago der Fall ist. Die ist 7 Stunden hinter uns zurück, New York 6 Stunden und so weiter und so fort. Also auf jeden Fall, heute Abend wird er sich dazu äußern und wird alles tun, um die Putinflation, wie hier ein sarkastischer Kommentar schreibt, zu benennen als den Schuldigen natürlich. Jetzt ist dieses Thema Inflation wirklich in aller Munde. Gestern Abend wurde der New York Fed Survey veröffentlicht, also eine Umfrage der New Yorker Fed. Da heißt es, mehr Antwortende auf unsere Fragen sagen sie, ihnen geht es jetzt schlechter als vor einem Jahr. Sie sind vor allem sehr pessimistisch für ihre Situation im nächsten Jahr. Also man sieht, dass hier die Stimmung so ein bisschen dreht, und es sind vor allem auch die gestiegenen Kosten, die die Leute hier besonders unter Druck bringen. Gestern haben die Märkte zwischenzeitlich mal so ein bisschen Erleichterung gehabt, weil Evans, der eher auf der dovischen Seite der Fed positioniert ist, gesagt hat, ja, die neutrale Rate für die Geldpolitik könnte so 2,25 bis 2,5% sein. Da haben sich viele gesagt, gut, damit könnten wir ja noch einigermaßen leben. James Ballard spricht ja von 3, 3,5% etc. Also das war so ein bisschen dovisch, die Märkte ein bisschen erleichtert. Aber es hat nicht lange vorgehalten, denn dieses Inflationsthema, das frisst sich durch die
amerikanische Gesellschaft, das frisst sich durch die europäische Gesellschaft mit diesen rekordhohen Inflationsraten, die faktisch eine Enteignung sind, die vor allem Geringverdiener stärker trifft, weil einfach diese Preisanstiege denen prozentual mehr wehtun, schlichtweg. Aber es ist eine groß angelegte Enteignung auf vielerlei Fronten, wie ich das gestern Abend in dem Markeflüster versucht habe zu zeigen. Wir sehen hier zum Beispiel eben, dass dieser Anstieg der Vermögenspreise insofern schon asozial ist, als die meisten Menschen sich dann gar keine Häuser mehr, keine Wohnungen mehr kaufen können. Die werden praktisch rausgekegelt. Allein seit Januar, so jetzt Aussagen der amerikanischen Realtors, ist es so, dass ca. 9 Millionen Amerikaner jetzt praktisch nicht mehr in der Lage sind, die vorher noch in der Lage gewesen wären, sich ein Haus zu kaufen, unter anderem, weil die Mortgage Rates steigen, also die Hypothekenzinsen steigen. Hier sehen wir, wie steil dieser Anstieg war, und unten sehen wir eine Grafik: Record Plunge in Affordability, also in der Leistbarkeit, in der Finanzierungsmöglichkeit für eine solche Immobilie, da sind wir auf einem Rekordtief. Also die Leute können es sich nicht mehr leisten, und diejenigen, die es sich geleistet haben und hohe Schulden aufgenommen haben, die könnten jetzt bald ganz schön quietschen. Denn wenn die FED die Zinsen anhebt, man erwartet jetzt so die FED Fund Futures 9 Zinsanhebungen noch in diesem Jahr, also 9 mal 0,25. Das kann auch dann im Mai und im Juni ein großer Schritt sein, wo also praktisch zwei Zinsschritte a 0,25 gemacht werden. Dementsprechend 9 Rate Hikes jetzt in diesem Jahr, aber dann geht man davon aus, dass jetzt nur noch zweimal dann die Zinsen im nächsten Jahr gesenkt werden. Zuvor waren es 3 Zinssenkungen, die man dann für das nächste Jahr erwartet. Warum erwartet man dann Zinssenkungen? Weil man sich sagt, die Fed wird die Zinsen anheben, damit die Wirtschaft der USA in eine Rezession bringen, wodurch dann die Fed eben auch wieder die Zinsen senken muss. Und hier unten sehen wir mal, da habe ich die Beschriftung vergessen, das ist das Verhältnis von Value zu Growth, beziehungsweise Growth zu Value. Hier sehen wir, dass wir eine Zeit lang in dieser Rallye, in dieser Zwischenrallye, die wir gesehen hatten, dass sich Growth, also Wachstumswerte, Tech, wenn man so will, besser entwickelt haben, jetzt aber deutlich wieder zurückkommen. Das heißt, Value, defensive vor allem Sektoren laufen besser. Wir sind da so langsam an einem Punkt, an dem sich das wieder drehen könnte. Eben, das zeigte unten hier die Stochastik, dass das nicht sofort passieren muss, aber bald passieren kann. Wie gesagt, Zinssenkungen in ferner Zukunft. Waller hat sich dazu geäußert und hat gesagt, zunächst mal zu den Zinsanhebungen geäußert, ja, wenn du jetzt scharf agieren musst, Brute Force Tool, wenn du sozusagen gezwungen bist, ein ziemlich heftiges Instrument einzusetzen, um diese Inflation, die ja praktisch die Hälfte der Amerikaner aus dem Konsum rauskegelt, das ist ja die große Gefahr, weswegen auch Biden diese Inflation unbedingt bekämpfen muss. Und dann ist es so, dann hast du Kollateralschäden, sagt er. Wir versuchen, die möglichst gering zu halten, aber du kannst das nicht ohne Kollateralschäden machen. Der Kollateralschaden dürfte an den Aktienmärkten der Fall sein, aber vor allem eben auch am US-Immobilienmarkt. Und die Perspektive, selbst mit Zinsanhebungen, sind so, dass, wenn man sich dieses Modell mal anschaut, die Inflation auf jeden Fall auch im nächsten Jahr über der Marke von 2% bleiben dürfte. Das ist ja eigentlich das Ziel der US-Notenbank, sogar über 4%, also auch in 2023. Da kommen natürlich noch Faktoren dazu, wie lange wird der Lockdown in China dauern, aber vor allem, wie lange wird der Ukraine-Krieg dauern. Das sind hier die zentralen Faktoren. Die Märkte jedenfalls gestern not very amused über vor allem die steigenden Renditen. Dazu gleich mehr. Wir sehen, der Dow hat sich noch am besten gehalten, minus 1,19. S&P 1,69 und Nasdaq über 2%. Und wir sehen, dass alle 11 Sektoren im S&P 500 gestern im Negativen waren. Industrials, Consumer Staples noch mit am besten, und unten Technology und Energy. Ölpreis ja gestern gefallen, aber vor allem Tech-Werte eben unter Druck. Und es waren die Dickfische, die unter Druck waren vorwiegend. Hier sehen wir nochmal diesen Zusammenhang zwischen steigenden Renditen und fallenden Tech-Aktien. Fallende Renditen ist gleich steigende Tech-Aktien. Gestern die 10-jährige Anleiherendite ja praktisch auf 2,80% gestiegen. Das ging sehr, sehr schnell. Jetzt kommt man an einen Widerstand, dazu gleich mehr. Vielleicht eine gute Nachricht für die Tech-Werte im kurzen Zeitfenster. Hier sehen wir mal den Nasdaq 100 Bullish Percentage Index. Es ist praktisch ein Maß, wie ist die innere Struktur hier des Marktes beim Nasdaq 100, da wo also die Dickfische drin sind, die Apples, die Googles, die sozusagen die Microsofts, die so schwer lasten in diesem Index. Hier sehen wir, dass wir massiv bei Extremwerten waren, das sehen Sie vor allem unten in der Stochastik.
die massiv angestiegen waren. Da war einfach keine Luft mehr nach oben. Jetzt gehen wir nach unten. Beim Nasdaq 100 ist durchaus noch Potenzial oder etwas weniger Potenzial nach unten, wenn man jetzt mal das Ganze vergleicht mit dem Nasdaq Composite Bullish Percentage Index. Da ist noch richtig Luft, dass da noch was nach unten geht. Also möglicherweise werden jetzt die Dickfische, die großen Tech-Werte, die sich zuletzt ja etwas schlechter wieder entwickelt haben, etwas besser halten als die anderen Tech-Werte. Jetzt muss man sehen, dass natürlich die Gewichtung dieser großen Aktien inzwischen deutlich über dem ist, was sie eigentlich an Gewinnen beitragen zu den Indizes. Das heißt, die Bedeutung dieser Aktien muss eigentlich fallen, wenn wir das Ganze fundamental mal betrachten. Schauen wir uns mal andere Sektoren an. Semiconductor, sehr wichtiger Halbleiter, massiv unter Druck, vor allem der Anstieg unter ziemlich mauem Volumen, dann der Abverkauf unter größerem Volumen. Wir sehen hier unten dann die Junk Bonds, HYG, also die hochriskanten Unternehmensanleihen. Das ist eben auch der Punkt, die haben diese Rallye im S&P 500 nicht mitgemacht. Also die zeigen, dass die Risikoaversion da ist, weil da die Renditen weiter gestiegen sind. Die Investoren sagen sich, das wird mir jetzt zu heiß. Wir sehen dann die Homebuilder, die haben diese Rallye nicht mitgemacht. Also die Immobilienaktien in den USA, eben weil dieser Immobiliensektor durch die steigenden Mortgage Rates, durch die steigenden Hypothekenzinsen perspektivisch unter Druck kommt, eine wahnsinnige Blase ist. Die Preise ja um viele, viele Prozent höher als auf dem Hochpunkt der amerikanischen Immobilienblase 2006. Wir sehen den Transportsektor massiv unter Druck. Und schauen Sie mal hier das Volumen in dem ETF IYT. Das ist das maßgebliche hier für den Transport Index, Dow Jones Transport. Hier sehen wir, da ist unter ganz großem Volumen abverkauft worden. Unten sehen Sie diesen Balken da. Und jetzt kann das Ganze mal so ein bisschen sich stabilisieren vielleicht, aber da war richtig Druck auf der Pipeline, da haben richtige Dickfische abgedrückt und Transport ist ja eigentlich ein Frühindikator für die Wirtschaft. Aber ich will Ihnen natürlich auch Bullisches sagen, meine Damen und Herren, so als Permabulle ist mir das ein echtes Bedürfnis, nicht wahr? Hier sehen wir mal den Nasdaq Composite mit einer positiven Divergenz oben im RSI, größerer Chart. Bereich, oder hier sehen wir den Chart im Prinzip seit Mitte Januar, also mehr oder weniger seit Jahresanfang, da sehen wir ein Potenzial für eine inverse Schulter-Kopf-Schulter, die dann sich nach oben auflösen könnte, wenn die eine Schulter, nämlich der rechte, wenn die halten täte. Das Ziel wäre hier beim Nasdaq Composite um und bei 13.200, 13.300 auf der Unterseite. Das müsste halten. Wenn das hält und es dann nach oben geht, dann hätten wir eine echte Chance. Und dafür spricht, meine Damen und Herren, dass der größte Bulle außer mir der Weltgeschichte, nämlich JP Morgans Marco Kolanovic, jetzt sagt, ja, wir sollten jetzt mal taktische Profite mitnehmen. Profite, wenn sie denn noch da sind, denn Kolanovic hatte bei jeder schlechten Gelegenheit gesagt, beiße Dippe, beiße Dippe, beiße Dippe. Und da wird die eine oder andere Position im Wasser sein. Dann hat JP Morgan auch, oder unter Wasser sein, JP Morgan zum Beispiel am 14. März gesagt, ja, chinesische Tech-Aktien uninvestierbar. Zwei Tage später sind die 20% gestiegen, most on record, also so stark wie noch nie. Jetzt sagt also, oder am 16. März hat dann auch JP Morgan gesagt, Kolanovic gesagt, dass es keine Chance gibt auf eine Rezession im Jahr 2022, dann wissen Sie schon, was passiert. Wir werden noch in 2022 eine Rezession bekommen. Also Marco Kolanovic wird jetzt ein bisschen pessimistischer und das ist eine gute Nachricht für die Bullen. Wie wird dieser Markt sich entwickeln? Ein Bärenmarkt? Ja, nein. Typisches Muster bisher auch diese Erholung, die wir gesehen haben, in einem Bärenmarkt. Und es kommt sehr, sehr drauf an für die Aktienmärkte. Die entscheidende Frage eigentlich, wie tief ein Abverkauf sein kann, ob dann eben eine Rezession in der US-Wirtschaft folgt, ja oder nein. Und wenn wir jetzt nochmal zu den vielleicht zentralen Charts kommen, nämlich die Anleiherendite-Charts. Hier sehen wir mal die 10-Jährige, die 5-Jährige und die 2-Jährige mit massiven Sprüngen ja nach oben, aber jetzt an diesem ganz, ganz langfristigen Abwärtstrend. Wie gesagt, steigende Renditen heißt derzeit wieder fallende Tech-Werte und umgekehrt. Jetzt sehen wir das zum Beispiel beim TLT, das ist ein ETF, das mehrere Laufzeiten hier verbindet, bei langlaufenden US-Staatsanleihen, dass wir den geringsten RSI haben auf 30-Wochen-Basis ever. Also diese Anleihen mit anderen Worten sind total ausverkauft. Wenn die Kurse fallen, dann steigen ja die Renditen und umgekehrt. Also hier ziemlicher Ausverkauf an den Anleihenmärkten. Das könnte schlichtweg jetzt mal eine technische Gegenreaktion bringen, vielleicht durch die Inflationsdaten heute.
dass die also nicht so schlimm ausfallen, vielleicht wie der ein oder andere befürchtet hat, und dann die Gegenbewegung einsetzt, Anleiherenditen wieder fallen, dass dann eben ein Nasdaq-Titel sich erholen möglich wäre. Aber kommen wir jetzt zum anderen Großthema, China, Lockdown. Das ist ja hier das ganz große Thema, auch in Sachen wieder Lieferengpässe, Materialmangel und dann eben Inflation. Wir sehen hier Shanghai, da gibt es so einen Drei-Stufen-Plan. Hier schreibt jemand aus Shanghai, der dort betroffen ist von diesen Maßnahmen. Fast alle dieser Wohnanlagen sind weiterhin für mindestens 14 Tage geschlossen. Es funktioniert nichts mehr, schreibt er. Ich selber lebe im Zentrum Shanghais und wir kommen weiterhin nicht an Essen oder Trinkwasser. Dazu kommt, dass sich Nahrungsmittel, wenn man sie denn bekommt, teilweise im Preis verzehnfacht haben. Die Verwaltungen sind komplett überfordert und führen nach alter Apparatschik-Manier nur hirnlose Anweisungen aus. Shanghai wird noch mindestens bis Ende April überwiegend im Lockdown verbleiben. Ein absolutes Trauerspiel. Jetzt hat die Global Times, das Organ der Kommunistischen Partei, diese Kritik der Europäischen Handelskammer, die ich gestern im Marktgeflüster hier Ihnen im Original habe präsentieren können, aufgenommen und gesagt, ja, wie jetzt ihr bösen Westler, diese antichinesischen Kräfte aus dem Westen ignorieren komplett das Faktum, dass China jetzt hier vermieden hat, dass es ganz schlimme Verluste von Menschenleben gibt. Naja, also mit Omikron hält sich das ja mal ganz schwer in Grenzen. Also so richtig humanistisch war man ja in der ersten Corona-Welle auch nicht. Da sind die Leute ja gestorben wie die Fliegen und es hat die Behörden eher mäßig interessiert. Jedenfalls, hier der Westen ist blind durch seine Haltung gegenüber China und hat sich hier sozusagen total verrannt und diese Hinweise der Europäischen Handelskammer, dass man hier eine maßvolle Haltung finden solle, um die Wirtschaft nicht nach unten zu bringen, die seien also total absurd und so weiter und so fort. Also diese ganze Geschichte mit dem Lockdown, die ist ein echtes Thema für Chinas Führung, die ist ein Akzeptanzverlust, ein Vertrauensverlust in die Führung Chinas, jetzt mit Ningbo und Guangzhou eben noch zwei große Städte in überwiegendem Lockdown, das wird auch seine Folgen haben und das hat Folgen eben auch für die Konzerne weltweit, auch für die scheinbar unverwundbaren amerikanischen, wie eine Tesla heißen die, von Elon Musk. Hier zeigt sich, dass wahrscheinlich diese Shanghai Factory, dieses Werk von Tesla in Shanghai, mindestens bis Mitte Mai geschlossen wird und wahrscheinlich selbst dann, wenn es Mitte Mai wieder geöffnet wird, wahrscheinlich bis Ende 2022 nicht auf Volllast wird fahren können durch all diese Dinge, die mit diesem Lockdown, Lieferketten, Aufsprengung etc. verbunden sind. Also wir sehen diese massiven Folgen, die werden wir dann auch in den Zahlen der Unternehmen sehen, wahrscheinlich erst später dann in Sachen Lockdown China, aber die werden kommen. Und all das wird natürlich auch noch durch den Ukraine-Krieg befeuert. Wir hatten erst Corona mit Ungleichzeitigkeit von Lockdowns. Dann haben wir jetzt diese Kombination Lockdown in China und Ukraine-Krieg. Unklar, wie lange das dauert. Jedenfalls sehen wir, dass jetzt die Russen sich offenkundig auf den Donbass fokussieren und dort attackieren wollen und werden. Und wir bekommen den ZEW-Index so ein bisschen heute um 11 Uhr als Gradmesser für die Wirtschaft. Wir sehen, der ist ohnehin schon abgesoffen in letzter Zeit und dürfte weiter nach unten gehen. Wir stehen vor einer Rezession, das ist klar, wie Kloßbrühe. Und wir stehen auch vor einer Lohnpreisspirale, wie hier Handelsblatt etwa von 56.000 Euro auf 100.000 Euro in zwei Jahren, warum Deutschlands Unternehmen eine Gehaltsblase droht. Aber wir haben noch einen Flassbeck, der sagt, ja, wir sehen keine Lohnpreisspirale. Ketchup-Effekt der Inflation. Herr Flassbeck, ja, wer zuletzt lacht, lacht am dümmsten. Sie jedenfalls lachen ziemlich blöd. Wir schauen uns mal hier zum Beispiel die vorhin ganz frisch erschienenen Großhandelspreise an mit Rekordanstieg wegen des Ukraine-Kriegs. Werde ich ihn unter dem Video verlinken als ein Artikel. Der zweite Artikel ist Rezession plus Zinswende. Ist das automatisch das Ende vom Bullenmarkt oder doch nicht? Hochinteressanter Artikel mit einem Video drin. Also zwei Dinge, die ich Ihnen empfehle, sich hier jetzt zu Gemüte zu führen. Und im Übrigen bin ich der Meinung, schafft die EZB ab. Wir müssen die EZB abschaffen, um Schlimmeres zu verhindern. Lasst den Markt den Zins entscheiden. Nur so haben wir eine Chance. Ich sage Servus und ciao. 14:30 Inflationsdaten aus USA bei Finanzmarktwelt. Wichtig. Ciao.